Die Fantastischen Vier, The Liechtenstein Tapes. Als Jugendlicher mit den Fantastischen Vier aufgewachsen, aber eigentlich in den letzten 20 Jahren nichts mehr mit den Fantastischen Vier am Hut gehabt. Aufmerksam geworden auf diese Nummer, quasi best of, eingespielt in einem coolen Studio, analoges Thema, hat mir auf Anhieb gefallen. Wir sind gespannt. Vorne, hinten, innen, schönes, mattes, festes Cover. Platte 1. Platte 2. Keine gefütterten Innenhüllen, schade. Sieht sauber und flach aus. Und die zweite eigentlich auch. Reingehört. Absolute Empfehlung für mich. Dynamisch, kräftig, Stereo-Image, Tiefe, schöne Trennung, wunderbar. Also diese Platte richtig gemacht, saubere Pressung, macht ultra Spaß zum Hören. So muss es sein für meinen Geschmack. Nörgeln auf hohem Niveau. Vielleicht ist der Bass an der einen oder anderen Stelle sogar schon too much. Aber trotzdem, Top-Ding. Links in der Beschreibung.